Südlich von Walsleben bei Osterburg im Landkreis Stendal befinden sich die Überreste eines alten Wehrgrabens. Ist nicht besonders prägnant, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es sicherlich nicht, aber der ist wohl vor über 1000 Jahren schon mal angelegt worden und am besten, ich fliege da mal mit der Drohne drüber, damit man es mal besser von oben sieht. Da hinten macht er aber eine markante Ecke, Grabenecke nennt sich das. Vielleicht kann man da mal hingehen. Ja, solche Gräben haben sie früher angelegt, um an Truppen, die im Anmarsch sind, aufzuhalten. Wahrscheinlich war er damals noch ein bisschen tiefer. Ich blende die Ja, Koordinaten mal kommen wieder ein. hier lang fließen. Ich habe eine linke, rechtswinklige Kurve. So, ja. Ist nicht besonders aufregend, aber es ist auf der Karte vom Landesamt für Archäologie verzeichnet. Ich blende mal den Link wieder ein unter das Video. Für alle, die mal schauen wollen, was in Sachsen-Anhalt so an archäologischen Bodendenkmälern überhaupt existiert. Hier ist wohl diese Ecke vom Graben, wonach die Stelle hier benannt ist. Und dann lassen wir nochmal die Drohne rüberfliegen. Ja, und das war es dann schon. Wieder nur was für Leute, die sich für Archäologie interessieren.